Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir haben getankt, wir haben geschlafen, sind in unserer Garage und jetzt holen wir Siliziumoxid, heißt das Zeug, glaube ich. Und das fahren wir nach Paris. Und ja, es hat ein Update gegeben. Ist ja natürlich ein bisschen blöd. Ihr seht diese Folge am 4. Oktober. Da ist dieses Update natürlich längst Geschichte. Eventuell gibt es zu dem Zeitpunkt schon eine Beta. Das hängt damit zusammen, dass ich weit vorproduzieren muss. Und wir heute den 21. September haben. Und für heute ist das Update natürlich hochaktuell. Muss man ja jetzt mal so sehen. Ne? So, okay, wir haben geschlafen. Ich hole jetzt unsere Fracht ab. Alter, was ein Wetter. Geschaut habe ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht zugekommen. Was es bei diesem Update geht. So, die an dazwischen liegen, werden wir gar nicht mitbekommen. Und wie gesagt, mit dem weiten Vorproduzieren. Ich bin jetzt natürlich nicht die ganze Zeit weg. Um Gottes Willen, das wäre ja viel zu lange. Aber dieses weite Vorproduzieren hatte halt einfach den Grund. Andere Projekte muss ich auch noch machen und ich habe dann einfach die Zeit nicht dazu. Deswegen dieses lange Vorproduzieren. So, wir sind hier. Ach so. Da können wir jetzt unsere Fahrt rum. Was? Was war jetzt? Was war das jetzt? Siliziumzeugs irgendwie. So, Toulouse, Karotten. Siliziumdioxid. Dioxid. So, können wir da noch einen anderen Auflieger nehmen? Was Schöneres irgendwie? Nee, war alles gleich hässlich. Der ist hässlich. Das sind drei Achser. Den hier nehmen wir mal hier. Komm her. Bestätigen. Auftrag annehmen. Oh, und damit haben wir jetzt nach Paris. Paris, Paris. Wir stehen natürlich nicht perfekt runter, das gucken wir uns aber nicht an. Der daneben wäre schöner gewesen, ne? Meine Katze macht wieder Rabatz, die war wieder da, wo sie nicht hingehört. Und jetzt guckt sie mich an und weiß ganz genau, was sie angestellt hat. Oh Junge, doof ist die nicht, du. Die weiß ganz genau, wenn du sie anguckst, dass der was ausgefressen hat. Saß wohl mal wieder auf dem Tisch am Klammereimer oder so. So, Trailer ist dran. Wir müssen jetzt hier raus aus diesem Schuppen hier. Was ist das eigentlich für eine Scheiße, die wir da hinten drin haben? Wofür ist die? So, wir haben 782 Kilometer. Oh, ich hätte es jetzt weiter erwartet. Dann sehen wir vor allen Dingen Paris. So. Immer so ein bisschen auf den Trailer da hinten achten. Ja, nee, ist klar. Die Ampel war gelb und nicht rot, du Banause. Aber macht ja nichts. Ist ja nur mein Geld. Meine hart verdienten Milliarden. Naja, ich schreibe in diese Folge trotzdem mal Update rein. Und wie gesagt, aber ich schreibe das Datum mit dazu.
So. Tag 1 von 4 Spätschichttagen ist vorbei. Morgen geht's weiter. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Freitag will ich zum Friseur, dass meine Matte mal wieder vom. Ich habe richtig so einen Fokuhila. Nee, ich habe Folahila oder sowas. Und Ola auch. Also überall lang. Einzig, wo die Haare kurz sind, sind im Gesicht. Mal, kannst du mit deiner Karre nicht schneller? Gib mal Gas. Wer hält sich denn hier an 50? Erzähl mir das bitte. So, aber an dieser Stelle wie immer, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Lasst, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt und ihr werdet nicht so schnell vom YouTube-Algorithmus erfasst zum Rauswurf. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, lasst auch dort ein Follow da. Alter, du gehst mir doch auf die Nüsse, du. Genau, lasst auch dort ein Follow da. Und wer Bock hat auf Roleplay und LS19, gerne bei Chaos Farming reinschauen, in den Teamspeak kommen, mit uns quatschen, mitmachen, dabei sein. Nächste Runde geht rückwärts. Ach, einen Motor haben wir auch. Na Mensch. Ich werde mich mal zu dir gesellen. Keine Ahnung. Ist mir gerade entfallen. Kennt ihr das? Ihr wisst ganz genau, wie es richtig ist. Und dann habt ihr in dem Moment einen Blackout. Und so wie ihr sagt, klingt es irgendwie komisch. Ich gesell mich zu dir. So gehört es. Ja. Aber es wird ja heute alles nicht mehr so genau genommen. Und so muss man noch Deutsch können. Jeder spricht und schreibt, wie er will, und keiner blickt durch. Eieiei, heute auch so einen Experten in den E-Mails gehabt. Junge, 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 Junge. Oder so diese selbsternannten Experten. Da war einer, du, der hat einen Ping von, ich sag jetzt mal, 90 Megabits. Finde den Fehler. Der ist Elektriker. Er kennt sich aus. Ihr seht mich jetzt kopfnickend hier von meinem Computer. Also zu sowas sage ich nichts mehr, du, ganz ehrlich. Ping von 90 Megabits. Das ist, als wenn ein Puls mit 300 km/h hast, so. Junge, 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 Junge. Ich weiß nicht, entweder ist es damals, weil wir damals kein Internet hatten oder sowas, dass es daran lag, dass wir das einfach nicht mitgekriegt haben, wie dämlich die Welt ist. Aber wenn du das heute betrachtest, ist es unglaublich. Guck mal, gleich regnet es wieder. ...15.54, ja. Ich habe so ein bisschen das blöde Gefühl, wir fahren wieder heute Nacht mit Regen. Ich weiß auch nicht, warum das schon wieder schüttet. Also ich sag gleich, ich werde die Folgen ein bisschen weiter vorproduzieren, als ich weg bin. Das heißt, wenn ich dann nach Hause komme, habe ich ein paar Tage noch entspannt frei. Brauche nichts zu machen, bevor ich dann wieder Videos drehe. Das ist eine coole Geschichte. Ich meine, bei dem Soundfixes-Pack muss ich natürlich sagen, die LKW klingen knackiger. Aber wie gesagt, dieser Tanksound, der regt mich extremst auf. Was bist du für einer? Kannst du nicht schneller?
Aber irgendwie ist das auch mal schön, ne? So bei Regen zu fahren. Wenn ich jetzt vorstelle, so schöner, warmer LKW. Ach, herrlich. Aber vielleicht hat dieses Update auch ein bisschen was für die Treiber getan. Dass das Lenkrad nicht mehr so zappelt. Ich meine, es spielt ja alles irgendwo zusammen, ne? Die Treiber, die du auf dem Rechner hast, mit den Treibern, die das Spiel haben will oder beziehungsweise wie das Spiel die behandelt. Transcargo. Wo fahren wir eigentlich hin? Ist das irgendwie zum Atomkraftwerk oder was ist das? Ich muss gleich mal gucken in der Aufnahmepause, wo kurz, was das für ein Zeug ist. Und ich bin fest der Meinung, das habe ich schon mal gemacht. So, 11 Minuten haben wir rum. Da vorne haben wir schon wieder so eine Abzockstation. Guck mal, und es wird wieder hell. Ist das nicht schön? 16:46 Uhr, wir kommen an die Grenze, an eine Abzockstation. Und auf der anderen Seite scheint die Sonne. Da lacht das Geld. Irgendwie spritzt das Wasser mehr, kann das sein? Dass das alles ein bisschen anders aussieht da draußen. Guckt euch das mal an. Hä? Es war vorher nicht, oder? Ist das neu? Gehört das zum Update? Da ist die Straße richtige Gischt vor allem. So, und dann gucken wir gleich, was dieses Silberzeugs ist. Vielleicht muss ich damit ja vorsichtig fahren. Aber bestimmt, Chemikalie ist bestimmt giftig, hochgiftig. Wenn es mit dem Zeug hinten drauf kracht, dann ist aber hier auf der Autobahn du Ende. Aber wir kommen soweit echt gut durch, ne? Aber ich denke, ich werde mich gleich irgendwo auf den Seitenstreifen stellen müssen. Es sei denn, es taucht noch irgendwo ein Parkplatz auf, was ich nicht glaube. Ah, guck mal hier, da sind unsere rote Ampelkosten schon wieder drin. Schade. Schöne Geld ist weg. So. Am besten, wir stellen uns jetzt mal direkt hier hinter. Wir haben 15 Minuten rum.
Ich bedanke mich für diese Folge bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut und ich gucke, was das hier für ein Zeug ist. Tschüssi.